krass, habe ich mir im Januar echt so viele Bücher reingezogen. Alter. Servus Leute, willkommen zu meinem Lesemonat Januar. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir gerade die ganzen Bücher so angesehen und ich muss echt sagen, wenn das Lesejahr so weitergeht, wie der Lesemonat Januar angefangen hat, dann, tja, ihr habt vielleicht letztes Jahr, also Ende 2017, mitbekommen, bei meinen Neuzugängen, da war eben der Goldene Kompass von Philipp Pullman dabei. Und ja, ich habe mir die Reihe reingezogen, diese Trilogie. Ich habe mir diesen vierten Teil, zwar, denn der steht hier unten, aber ich habe den jetzt noch nicht gelesen. Aber ich habe Der Goldene Kompass gelesen und ich habe Das magische Messer gelesen, der zweite Teil. Und ich habe das Bernstein-Teleskop gelesen. Ja, aus dem Carlsen Verlag. Und ja, die meisten werden oder viele werden das schon gelesen haben. Es geht um unterschiedliche Welten, um ganz coole magische Begebenheiten. Ja, es geht um einen magischen Kompass. Ja. Und Lyra Belacqua heißt die Gute, Eisbären. Aber ich will jetzt nicht wirklich nochmal drauf eingehen. Ja. Es gibt tausende von anderen Videos, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Tja, ihr habt aber auch vielleicht mein Video 18 Bücher in 2018 gesehen und da, ja, habe ich so eine kleine Challenge für mich gestartet. 18 Bücher, die ich unbedingt dieses Jahr 2018 lesen möchte. Und da war ein Autor dabei, den ich wahrscheinlich, oder ich hoffe mal, der gute Markus Heitz, den werde ich in Leipzig auf der Buchmesse mal wieder treffen. Und dieses Mal kann ich ihm endlich sagen, ja, ich habe tatsächlich ein Buch von dir gelesen. Und zwar Vedora. Ja, Staub und Blut. Und ich fand's extra, extra geil. Eine Million Einwohner, neun intrigante Statthalter, ein Herrscher, den niemand je zu Gesicht bekommt. Im Mittelpunkt einer gigantischen Wüste liegt die schwer befestigte Stadt Vedora. Sämtliche Handelswege der 15 Länder ringsum um das Sandmeer kreuzen sich hier. Karawanen, Kaufleute und Reisende finden Wasser und Schutz. Hierhin verschlägt es den Halunken Leothan und die Gesetzeshüterin Tomeya. Die beiden kommen zum ungünstigsten Zeitpunkt in die Stadt. Steht Vedora doch kurz vor einem gewaltigen Krieg, den die geheimnisvollen Stämme der Wüste zum Sturm auf die mächtige Stadt ja, rufen. Zum Sturm auf die mächtige Stadt. Leothan und Tomeya geraten schnell in ein tödliches Netz aus Lügen und Verschwörungen. Besitzen sie doch Fähigkeiten, die für alle Seiten kriegsentscheidend sein können. Ja. Die beiden werden durch eine richtig krasse Begebenheit in, ja, in dieses Land, in dem,
sagen wir besser, in diese Welt, in der Verdorra spielt oder in der diese Stadt liegt, ja, da werden sie hinkatapultiert aus ihrer eigenen Welt. Das ist auch etwas, ja, so eine mittelalterliche Stadt, eine Baronie in einem Königreich. Und da ist eben die, wie heißt sie, Tomeia, ist da ja, eine Gesetzeshüterin. Und ihr Schulfreund oder Jugendfreund, der Leothan, der ist eine, ja, tagsüber Holzfäller und ja, nachts so ein verkappter Robin Hood. Aber die beiden werden eben nach Verdorra, in diese andere Welt katapultiert. Warum wir und überhaupt, erfahrt er auch in dem Buch und wie es in ihrer eigenen Welt weitergeht. Denn da geht's, nachdem die beiden verschwunden sind, auch noch weiter drunter und drüber. Das wird hier parallel zu Leothans und Tomeias Geschichte erzählt. Hammer, Hammer. Falls ihr Fantasy mögt, ja, und deswegen habe ich mir auch von Markus Heitz Verdorra den zweiten Teil Schatten und Tod ja, gleich weiter reingezogen. Das lese ich euch jetzt nicht vor, weil da würde ich zu viel spoilern, glaube ich. Abnormal gut. Mehr kann ich jetzt da gar nicht dazu sagen. Was sage ich dazu? 15 Punkte, 15 Punkte. Ja, Clean Sweep. Ganz klar. Mit das Geilste, was ich seit langem, langem gelesen habe in diesem Genre. Richtig krass. Richtig krass. Ich freue mich auch drauf, weitere Markus Heitz Bücher zu lesen. Und ich werde mal fragen, ob es mit Verdorra weitergeht, wenn in der Welt liegt noch Potenzial. Und irgendwie ist die Geschichte von Leothan und Tomeia noch nicht fertig erzählt, so ganz. Also, puh, aber ihr seht schon mal, das sind ganz schöne Kloppe, gleich 5. Und irgendwie, mir war es danach. Ich habe diese Trilogie, nee, ich habe sie erst gelesen, aber ich habe sie nicht gehört. Und deswegen habe ich mir gedacht, da ich mir vor, boah, ist schon eine schöne Weile her, dieses Hörbuch habe ich mir nämlich in München im Text, diesem wunderbaren Laden in der Nähe vom Sendlinger Tor, für, glaube ich, 5 Euro gekauft. Und zwar, ja, ist das die Edelstein-Trilogie. Liebe geht durch alle Zeiten. Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün als Hörbuch. Und ja, ich hab's auch gehört. Ich fand's irgendwie total entspannend. Mal, ich hab's, glaube ich, nach den 3 Büchern hier, nach das Bernstein-Teleskop. Ich war nicht so ganz zufrieden mit dem dritten Teil. Von dem her, ja. Ich habe auf jeden Fall so zur Entspannung, würde ich sagen, mir Liebe geht durch alle Zeiten, die Edelstein-Trilogie als Hörbuch geben müssen. Ich liebe die Geschichte und ich werde sie auch immer lieben. Aber nichts gegen Maria Erich, die war die Beste im Film. Aber selbst eine wunderbare, tolle Schauspielerin wie Maria Erich hat an dem... An den
Filmen nicht viel rausreißen können. Und wenn du die Filme einfach mal für sich betrachtest, sind die gar nicht so schlecht. Aber also man kann sie sich geben, also ist schon in Ordnung. Aber je länger ich quasi Abstand zu diesen Filmen gewinne und mir die Bücher weiter mal wieder mal durchlese oder eben hier das Hörbuch mir reinziehe, umso schrecklicher finde ich die Filme. Also so mit Abstand betrachtet. Es ist, ich kann mir die Filme noch nicht mal mehr anschauen. Also ich hab neulich tatsächlich versucht, aber ich musste abschalten und nee, ging gar nicht. Und ich habe noch ein Hörbuch mir reingezogen. Aus dem Hörverlag. Der Hobbit. Ja, J.R.R. Tolkien, Der Hobbit, und ich habe das Buch auch schon zigmal gelesen. Ich habe die Filme auch angesehen und deswegen hat jetzt hier das Hörbuch noch gefehlt und das habe ich mir mittlerweile auch gegeben. Warum? Keine Ahnung. Ich finde die Story immer noch super und ich kann mir die wahrscheinlich bis an mein Lebensende immer und immer und immer wieder geben. Das ist so eine Besonderheit. Das ist so bei auch bei Liebe geht durch alle Zeiten. Das sind Bücher, die kannst du immer und immer und immer und immer mal wieder lesen oder hören. Und es sind die seltensten Bücher überhaupt, wo du ein Re-Re-Re-Re-Read machen kannst. Und es wird nicht langweilig. Ja, das war mein Lesehörmonat Januar. Boah, ist ganz schön was zusammengekommen und ich hoffe, der Februar, obwohl er kürzer ist, wird auch ähnlich so. Wie auch immer, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.